Dagrimmer von Francisco Targa ist wirklich eines der schönsten Stücke, das jemals für die Gitarre komponiert wurde. Lágrima heißt ja Träne auf Spanisch. Ich habe das Stück schon bei Hochzeiten gespielt, bei Taufen oder immer wenn mir jemand sagt, spiel mir etwas vor, das Stück passt wirklich immer. Und es ist auch schon wirklich tatsächlich die ein oder andere Träne geflossen. Targa hat das Stück in England angeblich komponiert, als er das schöne Wetter in Spanien vermisste. Kurz gesagt, er hatte Heimweh und es ist ziemlich anspruchsvoll. Wir nutzen schon das ganze Griffbrett hier bis in die hohen Lagen mit komplizierten Techniken. Wenn du also irgendwo hängst oder es klingt einfach nicht richtig, dann empfehle ich dir von Anfang an zu starten. Das Stück ist Teil unseres Gitarrenkurses, Gitarre Online Elementar, hier die Bücher dazu. Ich verlinke dir den Kurs unten unter dem Video. Wie ist dieses Video aufgebaut? Ich erkläre dir allgemeine Dinge über das Stück, danach spiele ich es dir mal vor und wir schauen uns die Fingersätze genau an und zum Schluss gibt es noch Tipps, wie du das Stück musikalisch gestalten kannst, Tipps zur Interpretation. Viel Spaß mit dem Stück Lágrima. So, wir schauen uns jetzt gemeinsam die Fingersätze an. Wir starten im zweiten Bund mit dem ersten Finger, Finger 1, Seite 4, Bund 2. 4, 2. Kleiner Finger auf der Seite 1, Bund 4. 1, 4 sage ich nur mehr. Wir schlagen mit dem Daumen und dem Ringfinger P und A gleichzeitig an. Danach folgt die Leerseite H. Achte dabei darauf, dass du die Melodie, also die hohen Töne, lauter anschlägst als die Begleitung des H in der Mittelstimme. Wir haben hier Bass, Oberstimme und die Mittelstimme. Also den kleinen Finger hier, der bleibt immer auf der E-Seite als Führungsfinger. So kannst du dir sicher sein, wie auf einer Schiene, dass du den Griff nicht verfehlst. Verschieben den kleinen Finger im zweiten Akkord um einen Bund auf den fünften Bund. Hier kommt der Mittelfinger auf die vierte Seite, vierter Bund. Wieder gleiches Muster, B und A gleichzeitig, gefolgt von M leise. Und wir rutschen mit diesem Griff zwei Bünde weiter auf den siebten Bund und sechster Bund.
Also, erste Phrase. Jetzt rutsche ich wieder mit dem kleinen Finger. Ich hebe den kleinen Finger nie von der E-Seite. Rutsche ich hier in den zweiten Bund. Zeigefinger kommt auf den ersten Bund, vierte Seite. Danach folgt wieder das H, dann I, Zeigefinger. Hier der dritte Finger auf dem zweiten Bund, dritte Seite. Wieder das H und das tiefe H hier mit dem zweiten Finger. Fünfte Seite, zweiter Bund. Ein H7. Und wir wiederholen diese Phrase, vielleicht etwas lauter. Immer wenn wir in der klassischen Musik eine Stelle zweimal spielen, versuchen wir, das Stück interessant zu gestalten. Es ist eine Möglichkeit, etwas aus der Musik rauszuholen und beim Publikum Eindruck zu hinterlassen, beziehungsweise die Aufmerksamkeit des Publikums zu erlangen. Hier spiele ich beim ersten Mal. Es wiederholt sich also die Stelle. Danach rutschst du mit dem kleinen Finger hier ganz rein zum 12. Bund. Der Ringfinger kommt auf die Seite 4 in den 11. Bund, 4, 11. Der Zeigefinger macht einen Barré bis zur 4. Seite. Ich persönlich tue mir leichter, wenn ich hier den Finger knicke und nur die Seite 2, 3 und 4 im Barré nehme. Aber du kannst ruhig alle 4 Seiten im Barré spielen. Du schlägst hier an B und A, dann I. Jetzt hebst du den Ringfinger auf, Finger 3 aufheben, der kleine Finger rutscht in den 11. Bund und du spielst Barré und den kleinen Finger am 11. wieder B A und I, gefolgt von I. Jetzt rutschen wir mit diesem Akkord 2 Bünde, gefolgt von B, A und M auf der zweiten Seite. Also der Ringfinger hier in den 9. Bund, Zeigefinger noch immer Barré über 4 Seiten und wir spielen 9. Bund, Seite 4, gleichzeitig mit Zeigefinger, Seite im Barré, Seite 1, 7, kleiner Finger, Seite 2, 9. Bund, wir haben also, danach rutscht du mit dem Ringfinger einfach die Seite entlang. Das ist jetzt der Führungsfinger auf den 11. Bund, spielst Daumen, B, dann A, I, 11. Bund, Seite 3 und Seite 2, 10. Bund. Rutscht mit dem 10. Bundfinger, dem zweiten Finger hier auf den 9. Bund und legst auch den Zeigefinger, Finger 1, auf den 9. Bund, auf die 4. Seite. Gleichzeitig wieder Leerseite, E. Dann rutscht du auf den Barré, 2. Bund, über 5 Seiten diesmal. Hier haben wir den Barré und den zweiten Finger auf der 3. Seite, 3. Bund. Wir schlagen Seite 2 und 3 mit I und M, dann A, B, 5. Seite. Jetzt heben wir den 2. Finger auf, der kleine Finger kommt hier, 2. Seite, 4. Bund. Den lässt du hier so lange wie möglich liegen und ein kleines in E-Dur mit 4, 2, 3, 1. Die ganze Phrase.
folgt hier, nachdem ich die vier unteren Saiten 4, 3, 2, 1 arpeggiert, das heißt gebrochen. Wir haben das im Kurs mal durchgemacht, nicht gleichzeitig, sondern Daumenzeige, Mittelring in einer schnellen Abfolge spiele. Das ist eine Bewegung, kommt nochmal der Daumen auf der tiefen E-Seite. Wir dämpfen ab und wiederholen den Atem. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du übst fleißig, bist motiviert. Schau, dass du das Stück in die Finger bekommst. Lass dir dabei Zeit. Hab Geduld mit dir. Ich spiele das Stück schon, seitdem ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, wo es noch weit über meinem Niveau war. Wenn du auch das Gefühl hast, dass es über deinem Niveau liegt, empfehle ich dir den Kurs Gitarre Online Elementar, wo auch dieses Stück enthalten ist, aber vorher noch etliche Lektionen mit Grundlagen und Techniken, die du dann eben für dieses Stück dann brauchst. Abonniere meinen Kanal, es kostet mich immer viel Zeit und Arbeit, diese Videos zu machen. Ich mache das aber gern. Vielleicht hast du keinen Gitarrenlehrer oder kannst es dir nicht leisten oder aus welchem Grund auch immer. Und ich bin froh, wenn es dir hilft und du schöne Musik dadurch machen kannst. Freue mich auf das nächste Mal. Dein Norman aus Wien.